Herzlich willkommen zurück ein weiteres Mal bei mir in der Küche. Heute möchte ich Ihnen ein Rezept näher bringen, mit dem Sie die Zucchini, die ja jetzt wachsen wie blöd, kann man sagen, in den Griff bekommen oder auch in Gläsern für den Winter konservieren können. Nicht immer gelingt es, dass man die Zucchini in dieser schönen Größe erntet, sondern manchmal werden es auch so richtige Kaliber. Und da zeige ich Ihnen jetzt, wie wir damit umgehen. Zuerst waschen wir sie mal. Und bei dem Zucchini hier, den können wir noch im Ganzen verwenden. Der, der schon so dick ist, da empfehle ich Ihnen, schneiden Sie ihn in der Mitte auseinander. Und wir haben hier innen immer die Kerne. Und das ist schlecht zum Konservieren, weil da auch sehr viel Feuchtigkeit drinnen ist. Sie müssen beim Konservieren darauf achten, dass der Wassergehalt relativ niedrig ist. Und wir werden in dem Rezept praktisch durch Salz, durch Säure und durch Zucker konservieren. Wenn Sie das hier so rausschaben mit einem großen Löffel, dann können Sie die Zucchini problemlos weiterverwenden. Übrigens haben Sie so auch die ideale Größe zum Füllen, wenn Sie eine Hackfleischfülle machen wollen. Schaben Sie das in der Mitte raus, was Ihnen zu weich und zu schwammig ist. Sie können es auch, wenn Sie möchten, in den Fleischteig mit reinverwenden oder Sie geben es jetzt einfach hier auf den Kompost. Danach werden die Zucchini grob geraspelt. Ich habe hier so eine alte Reibe, die schöne Raspel macht. Ich zeige sie Ihnen mal so, wie sie aussehen. Und dann werden wir sie, ja, so längliche Raspel, aber jetzt werde ich sie natürlich der Einfachkeit halber gleich in die Schüssel reinraspeln. Wichtig ist, dass man den Zucchini dann das Wasser entzieht. Wasser entziehen passiert immer durch Salz. Das Salz hat die Eigenschaft, Wasser an sich zu ziehen. Das heißt, das Wasser aus der Zucchini kommt heraus und ja, setzt sich dann ab und es bleibt Ihnen eigentlich reine Zucchinimasse übrig und kein Wasser mehr. Das werden wir gleich sehen. Wenn Sie die Zucchini also so geraffelt haben, müssen Sie sie mit Salz überstreuen. Das Salz habe ich noch hier. Das Rezept können Sie dann bei mir wieder nachlesen, je nachdem, wie viel Sie machen. Das ist so für 3 bis 4 Kilo Zucchini gedacht. Haben wir 3 Esslöffel Salz. Ich habe jetzt hier mal nicht so viel, denn ich habe auch noch nicht so viel Zucchini jetzt gerieben. Man vermischt es und lässt es abgedeckt so 3 bis 4 Stunden stehen. So sieht es aus, wenn man sie frisch geraspelt hat. Und natürlich habe ich für Sie schon was vorbereitet, damit wir weitermachen können. So sieht es aus, wenn sie ein paar Stunden gestanden sind. Und vielleicht können Sie es sehen. Hier unten ist ganz schön viel, hat sich ganz schön viel Wasser gebildet. Ich kippe jetzt die Zucchini in ein Sieb. Ich habe ja hier am Spülbecken das Sieb. Da kippe ich sie rein und lasse abtropfen. Somit geht auch der Großteil des Salzes wieder mit weg, den wir drüber gegeben haben. Aber es hat auch geschmacklich schon eingezogen in die Zucchini, sodass wir kein weiteres Salz mehr verwenden müssen. Und jetzt ist es Zeit, den Sud vorzubereiten. 3 Tassen Essig, 2 Tassen Zucker und 4 Tassen Wasser. Das können Sie mit der ganz gut abmessen. Zuerst die trockene Zutat. Denn wenn Sie jetzt den Essig reingeben, dann bleibt Ihnen sonst der Zucker drinnen kleben. Wir brauchen 3 Tassen Essig. Und ich habe hier den stark konzentrierten Essig mit 10%, muss ich immer weniger mit heimnehmen, darum verdünne ich meinen Essig gleich nochmal auf die Hälfte. Handelsüblicher Essig hat normalerweise 5% Säure. Und gebe ich jetzt hier nochmal Wasser mit drauf. 3 Tassen Essig. Und dann brauchen wir noch 4 Tassen Wasser. Als Gewürz kommen mit rein Senfkörner. Das sollten 1 Esslöffel sein, 1 Esslöffel Senfkörner. Und dann brauchen wir einen halben Teelöffel vom Kurkuma-Pulver. Weil ich da immer ein bisschen großzügiger bin, gibt die schöne gelbe frische Farbe. Und dann kommt noch
noch dazu gemahlene Nelken. Das ist immer hier mein Schächtelchen fürs Weihnachtsgebäck. Ungefähr einen Viertel Teelöffel. Und das Ganze wird jetzt zusammen aufgekocht. So, für Sie jetzt mal den Sud für die Kamera zum Anschauen. So sieht es also aus. Der Kurkuma zeigt schon seine Farbe. Und jetzt stelle ich es auf den Herd und lasse es aufkochen. Bis unser Sud richtig aufkocht, können wir noch die anderen Zutaten richten. Denn für den Geschmack kommt noch eine Zwiebel mit rein dazu. Ich habe hier eine große Metzgerzwiebel. Machen wir mal erst die. Paprika geht immer ganz gut mit dem großen Messer. Und dann gehen Sie hier mit zwei Fingern rein, drücken den Daumen dagegen und machen mal so. Dann haben Sie das Kernhaus draußen. Gewaschen war die Paprika vorhin schon. Nicht, dass Sie meinen, wir waschen sie nicht. Und jetzt können Sie die Paprika in Streifen schneiden. Wenn Sie das Ganze gern etwas schärfer haben, dann dürfen Sie natürlich auch eine Peperoni mit dran schneiden. So, und die Zwiebel, nachdem sie groß ist, können wir sie auch mit einem Schnitt hier in so schöne Streifen schneiden. Ja, was macht die Köchin, wenn sie hier am Herd steht und warten muss? In der Regel nicht Däumchen drehen, denn dazu ist in der Küche eigentlich nie Zeit. Man könnte jetzt schon mal diesen Abfall da drüben entfernen, das habe ich schon gemacht. Und nachdem wir hier was in Gläser reintun wollen, habe ich natürlich auch die Gläser vorbereitet. Wenn Sie was einkochen, ist es immer ein großer Unterschied, ob die Ware nochmal komplett eingekocht wird, das heißt hinterher in den Wegapparat kommt, oder ob es nur heiß eingefüllt wird und verschlossen wird. Wir füllen hier nur heiß ein und verschließen, daher habe ich die Gläser heiß ausgespült, die Deckel ausgekocht und habe jetzt beides im Backofen bei 100 Grad, dass auch wirklich alle Keime tot sind. Und dann füllen wir die fertigen Zucchini ein, verschließen sie sofort heiß und damit sind sie haltbar, ja, 3, 4, 5 Monate, je nachdem wie gut ihr Lagerort ist. Kühl und dunkel halten sie oft bis zu einem halben Jahr. So, jetzt kocht unser Sud. Dann gebe ich jetzt hier die abgetropften, eingesalzenen Zucchini rein. Gebe noch das vorbereitete restliche Gemüse dazu. Zwiebel und Paprika. Und dann lassen wir es eine Viertelstunde kochen. Das heißt, ich lasse es 10 Minuten kochen und dann probiere ich mal, ob mir die Zucchini von der Konsistenz her so passen. Und dann fülle ich es heiß gleich in die Gläser ab. Jetzt kommt aber der Deckel drauf, damit es möglichst wieder schnell anfängt zu kochen. Jetzt sind die 15 Minuten um. Die Zucchini sind super. Und jetzt hole ich die Gläser. Wie gesagt, ich habe sie hier im Backofen nochmal bei 100 Grad warm gehalten, damit sie sterilisiert sind, denn es wird hinterher nicht mehr extra eingekocht. So, jetzt fehlen nur noch unsere Zucchini. Die sind jetzt auch fertig. Ich habe es ausprobiert. Und jetzt nehme ich die Gläser und fülle die Zucchini hier direkt auf. Sie können es hier gut mit so einer Einfüllhilfe machen. Dann bleibt Ihnen der Glasrand sauber und es verpackt Ihnen hinterher. Schraubt es sofort heiß zu und beim Abkühlen entsteht jetzt hier ein Vakuum, wenn sich das zusammenzieht und dann wird das Glas haltbar. Wie gesagt, auch durch den Zucker und durch den Essig, der drinnen ist, das wirkt konservierend und eben nochmal die Hitze dazu. Und Sie können Gläser nehmen, ja, hier wäre mal eine hohe Form, hier habe ich eher die breitere Form, was Sie für Gläser haben und auch von der Größe her, was Sie halt denken, dass Sie verbrauchen können. Wenn Sie es einmal geöffnet haben, sollten Sie es innerhalb ein paar Tagen dann aufbrauchen. Denn wir haben ja keine Konservierungsmittel weiter drinnen. Von daher sollten Sie die Gläser ja Ihren Haushalt angepasst verwenden, damit Sie keine nicht zu lange offen im Kühlschrank stehen müssen. Nach dem Anbrechen, wie gesagt, im Kühlschrank aufbewahren, innerhalb ein paar Tage verbrauchen. Ansonsten kühl und trocken gelagert in dem Vorratsraum, in dem Keller. Dunkel, wenn möglich auch noch, sind sie gut ein halbes Jahr haltbar. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß
beim Nachmachen, viel Erfolg beim Beseitigen Ihrer Zucchini-Schwämme, die Sie vielleicht im Garten haben. Und bis zum nächsten Mal. Guten Appetit!